Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Hauptwache mit dem Kellerkind. So, wir sind dabei, hier noch ein bisschen Wasser aufzufüllen. Noch einmal kommen wir, dann ist der zu 98% gefüllt. Schätze ich mal. Ja, 84 wären jetzt drin. Noch einmal, dann sind 96. So, hier ist nichts los, hier auch nicht. Ja, den habe ich schon mal hingestellt. Können wir, glaube ich, jetzt mal, nein, nicht da, sondern hier abkoppeln. Weil wir brauchen ja noch einen Flug hier auf dem Feld. War ja vorher Raps drauf, ist ja abgeerntet. Wollen wir mal den Flug holen. Ach, da kommt der LKW mit dem Wasserfass. Werfen wir mal einen Blick zur Kartonproduktion, die läuft auch noch komischerweise. Der Flug steht hier neben. Der LKW ist schon an seinem Beladepunkt, weil wir setzen den hier erstmal aufs Feld. Jetzt schon nach den Schärfen wieder zu gucken, wäre zu früh, meine ich. Weil die müssten ja noch ein bisschen was haben. So, haben wir einen Kurs, Feld 94, Koban, haben wir. Und Abmarsch. So, was machen die anderen? Der Drescher ist geparkt. Ah. Soll ich für dieses kurze Stück nochmal einen Kurs einfahren? Komm.
Wir schmeißen den raus. So, machen dann Beginn. Komm, Beginn. Opfer. Biodieselanlage. Müsste alles reingehen. Ja. Geht auch alles. 24.000. Ah, guckt mal an. Biodiesel 15.000 und Kompost auch. Also speichern wir. Hauptfach. Biodiesel. So können wir einfach den Kurs nehmen. Händler Schafhof hier. Sag mir, wenn du da bist. Gut. Weiter geht's. Wie sieht's hier aus? Wir haben ja hier die Holzscheiterfabrik angeschmissen. Die erste Palette ist fertig. Ich weiß nicht, ob da noch mehr spawnen. Der Zerkan läuft nicht mehr. Da sind aber irgendwie noch gut 250.000 drin. Sägewerk höre ich noch. Also das läuft. Da haben wir hier mit der Schaufel umgefüllt. Und es sind auch schon wieder 4 neue Paletten hier. So, dann können wir mal zum Komposter schauen. Der Komposter war, glaube ich, hier unten. Besuchen wir. Zack. Wir müssen diese Richtung. Ja. Macht er nichts mehr? Doch. Ja. 100 Liter verbraucht. 21.249. Mit 20.000 würden wieder reingehen, aber im LKW gehen ja mehr. Also da können wir noch warten. Brauchen wir nicht mehr. So, hier waren wir.
Ich kann noch mal gucken, ob wir einen vernünftigen Teerkurs haben. Ne, beides rot. Beides rot. So. Aber was anderes wollte ich noch schauen. Weil wir haben bisher nicht ein Feld pflügen müssen. Von unseren Feldern. Noch nicht. Da kommt der Fendt. So, dann können wir mal eben hinspringen. Leider nicht. Ach so, ich muss hier erst entlassen, genau. Sonst funktioniert es ja nicht. Können wir vielleicht auch mal zum Palettenlager springen? Das ist ja hier unten. Hier zur Straße und ich meine weiter höher hier. Hier rein. Ob sich da noch was tut oder ob die Plätze voll sind. Bretter scheinen keine mehr da zu sein. Hackschnitzel 3000 und es wurde produziert. Schön. Und rausgetappt. Ja, klasse. Noch besser. Was ist denn jetzt los? Jetzt backen die alle darum. Jetzt müssen wir sie mal schnell mal rausholen. Jetzt kann ich sie nicht backen. Was soll das denn? So. Zweimal. Was ist das? Nehmen die doch genügend hoch. Um sie da rauszunehmen. So, fehlt 1%. Jetzt steht hier noch eine. Gut. Eins, zwei, drei, vier.
Irgendwo ein bisschen tricky. Naja. Dass es hier rauspackt, ist auch nicht so toll. Gut. Haben wir das? Ach, dann ist der LKW auch schon wieder hier. Lassen wir ihn hier an der Seite. Wie viel tausend haben wir ja schon? Fünf? Fast, ja, 10.000 auf jeden Fall. Fast 11.000. So, wo steht der LKW jetzt? Was machst du da? Jetzt ist er tatsächlich hier. Hat er doch sonst nicht gemacht. Gut, dann nehmen wir den mal jetzt raus und fahren ihn händisch darüber. Er zieht seine Bahn, wunderbar. So. Vielleicht ergibt sich ja mal was Mist zu fahren. So, ich wollte mal bei der Kartonfabrik vorbei. Weil dann müssten jetzt auch Hackschnitzel, glaube ich, so langsam fehlen. Aber die Spawnplätze sind schon wieder voll. Reintun. Wo kamen die hin? Hier vorne. So. Aber die produziert noch. Also 3, 6, 7 sind fertig. Hätte aber noch Platz, aber ich glaube Hackschnitzel sind nicht mehr genügend da, oder? Aha, 3600 ist jetzt nicht die Welt. So, dann werden wir mit dem wohl mal wieder zum Sägewerk fahren. Oder erst, ja, zum Sägewerk. Und dann weiter zur Palettenproduktion.
Wasserscharfkurs können wir uns diverse abspeichern und Hauptfach Bio unter Teilkurse. Zeiger. Gehen wir über Führungskurse, Schafstall oder Schafhof, Sägewerk hier. Überführung, erster. Und sag mir, wann er da ist. So, dann solange wir auf den warten, können wir uns hier noch eine Palette runterholen. Wir haken da wieder. So. Nicht zu hoch, weil sonst hakt er sich doch irgendwo ein. Also vier Paletten haben wir stehen. Vier Paletten kann der Hänger laden, also reicht das erstmal voll und ganz. So, dann können wir zack, abhängen, die Schaufel dran und dann können wir nochmal eine Ladung abschnitzeln. Ups. Nee, das ist besser. Man sieht ja nicht viel, aber gut. Auslernen, wunderbar. Ganz schön laut hier. Komm, gib Gas. Nee. Noch keiner da.
Dann machen wir noch mal eine Tour. So, nochmal die Tour. So, das war's erstmal. Da ist erstmal genug Brennstoff drin. Du könntest vielleicht noch mal fahren. 12.000 Liter lassen wir einmal noch im Fass drin, soll ja eh nur für Wasser benutzt werden. Dann können wir es ja auch voll machen. Aha. Aber beim Einfahren des Kurses waren die Paletten noch nicht da, genau. Auf was bist du eingestellt? Ach, Bretterpaletten. So, jetzt abfahren. Mal kurz rausnehmen. Jetzt sagen wir Sägewerk. Palettenfabrik. Und weiter geht's. Abfallen lassen. Mal zu weit. Ja, klasse. Immer noch nicht. Komm, wir drehen noch mal. Was hat der denn für einen Wendepreis? So, jetzt aber.
Jetzt oder nie. Ja, hier werden wir heute noch nichts machen können. Das läuft alle. Wir können einmal nach Hause fahren. Richtung Schafhof. So. Jetzt gib mir Gas. Gerade Strecke, kein Glatteis. So. Dann können wir den Tank erstmal hier hinstellen. Lass sie mal hier stehen. Und wir können mal eine Ladung Hackschnitzel vom Sägewerk holen für die Kartonproduktion. Mischen. Da ist er doch. Was ist mit dem Pfand? Ach so. So, einmal 4 Paletten abladen. Können wir ja ganz leicht machen. Einfach verschieben. Und zack. Können wir die Euro-Paletten noch mitnehmen. Dann haben wir die Euro-Paletten bei uns. Vier Stück. Ist ja schon mal was. Dann
Opfer ernannt, nein. Entlassen. So, und dann haben wir doch einen Kurs Palettenberg. Palettenfabrik Schafhof, den nehmen wir doch. Und sag mir, wann du da bist. So wie du auch. Sonst. So, liebe Leute, das soll's für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Seid wie nächstes Mal wieder dabei hier auf der Hauptfahrt mit dem Kellerkind. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.